Ja, erstmal sehr schönen Dank für die Einladung und für die Einführung. Aber ich habe festgestellt, ich hätte das so mit links gekonnt. Denkste, also ich habe richtig arbeiten müssen. Und, mal sehen, was dabei rausgekommen ist. Ich rede einigermaßen frei, weil das Manuskript wie in solchen Fällen immer viel zu lang geraten ist. Also der deutsche Professor, wissen Sie, darf über alles reden, aber nicht über eine Stunde. Und da halte ich mich dran. Irgendwie wusste ich gar nicht, was ich mit dem Titel Philosophus Teutonicus bzw. Teutonic oder wie spricht man das aus, Philosopher machen sollte. Also ich habe dann rausbekommen, der Terminus stammt so, wie er ist, von Sparrow, dem Übersetzer Böhmes im 17. Jahrhundert. Und ist dann, wenn es dann lateinisch wurde, in Philosophus Teutonicus oder deutscher Philosoph umgeleitet worden. Und dann soll ich darüber reden, was denn Böhme in der Aufklärung sei. Was schwierig genug ist, weil ich nicht genau weiß, was ich da jetzt darunter zu verstehen habe. Auf der einen Seite ist es üblich, vor allen Dingen bei solchen, die sich mit solchen theosophischen Themen befassen, zu sagen, das sei die eigentliche Aufklärung über die Aufklärung, aber da lasse ich mich nicht drauf ein, denn mindestens die Aufklärer werden diejenigen Leute, die ich vorstellen werde, bestimmt nicht als Kollegen in der Aufklärung genommen haben, sondern eher als Dunkelmänner. Und die Frage, ob es hier um Dunkelmänner in der Aufklärung geht, kann man vielleicht am Ende nochmal diskutieren. Jedenfalls waren es keine, die auf die Transzendentalphilosophie, auf die Rationalität, auf Formen der Empirie, mindestens einer solchen Empirie, wie sie John Locke vertrat, hinaus wollten. Und wenn die eine religiöse Empirie, also Lieder der Unschuld und der Erfahrung, Experience bei Blake am Ende nahm, dann ist das doch eine ganz andere Erfahrung als die, die John Locke darstellt. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme Aufklärung als Terminus, der rein zeitlich ist. Und da denke ich so ungefähr 1680 bis 1800 fällt unter Aufklärung. Für die Frage nach der Aufklärung 1680 ist mindestens für die deutsche Aufklärung ein wichtiges Thema, so Praeter Propter, denn da sind alle Werke von Pufendorf da. Thomasius fängt an mit seinen Werken, das heißt also die deutsche Frühaufklärung, wie das dann ja heißt, ist in vollem Gange. Die englische Aufklärung ist von einer anderen Sorte, aber auch noch ein bisschen später, aber ist egal, passt ungefähr auch. Und die Frage, dass man die Transzendentalphilosophie, also den Kantianismus, als Aufklärung bezeichnen sollte, ist, glaube ich, überall unstrittig. Die Frage nach der Französischen Revolution auch, dass die etwas mit der Aufklärung zu tun hat. Und wie aufgeklärt England um 1800 war, da kann man vielleicht Burke nachlesen oder ich weiß es nicht genau. Das muss man sehen. Jedenfalls, es passt ungefähr. Das nur zu dem, was Aufklärung meint. Die Frage, aber wie man mit dem Böhme umgeht, ist sehr viel schwieriger. Denn wenn ich mir überlege, wer eigentlich wann was von Böhme gelesen hat, ist das eine, und wer eigentlich wann was von Böhme verstanden hat, ist das zweite. Und die Frage, also ich meine, ich will jetzt nicht indiskret sein, sonst könnte ich hier fragen, wer hat denn wirklich schon mehrere Werke von Böhme gelesen? Oder noch anders, wer hat die, ist einmal ganz durch die Aurora durchgekommen? Das sind Fragen, die für die Rezeption eines solchen Textes ja nicht ganz gleichgültig sind. Und es gibt kaum einen Autor, der so sehr als, wie soll ich das nennen,
als Aushängeschild auf der einen Seite und als Pappkamerad auf der anderen Seite dargestellt wird. Es wird dann immer Böhme gesagt, dann wird entweder geraunt, oh, wie interessant, oder auf der anderen Seite es wird gesagt, kann doch kein Mensch verstehen. Und diese Positionen sind für das Böhme-Bild eigentlich bis in die Gegenwart ziemlich entscheidend geblieben. Das liegt zum Teil natürlich an Böhme selber, denn die Terminologie, die er hat, ist alles andere als leicht verständlich. Die Topoi, die er behandelt, sind irgendwie christlich-abendländisch, geschichtstheologisch, aber so einfach nicht zu isolieren. Und deshalb, wenn man sagen würde, gibt es einen Böhme-Katechismus? Es gibt einen, aber der ist unzureichend, nämlich den von Gichtel, den werde ich nachher vorstellen. Das ist eine Position, wo man dann sagen könnte, was sind die Hauptlehren eigentlich von diesem Böhme? Dazu sollte man vielleicht eine Kleinigkeit über den Zusammenhang in Görlitz wissen. Dieser ganze Görlitzer Zusammenhang hängt politisch mit dem Sechs-Städtebund zusammen. Dieser Sechs-Städtebund ist ein Städtebund, der in Schlesien, Böhmen und in der Lausitz war, und das ist Teil des alten böhmischen Reichs, und zwar schon seit Karl dem IV. Das war ein Städtebund, der sich zusammengeschlossen hat, meistens Weberei, der sehr reich war und deshalb von allen, also auch den Sachsen, begehrt war. Da als der Kaiser mal wieder pleite war, nämlich Anfang des 17. Jahrhunderts oder Ende des 18., Ende des, also Maximilian II. Bzw. Rudolf, hat er die lausitzischen Städte, also diesen Sechs-Städte-Bund an Sachsen verpfändet. Was dazu führte, dass diese sechs Städte teils jedenfalls protestantisch waren, teils aber auch katholisch oder teils durcheinander, denn der Kaiser selbst, der war katholisch. Und das führte, was die Städte anbelangt, dazu, dass eine Schicht sich ausgebildet hat, die gleichgültig gegen die Konfessionen war, aber zugleich sehr religiös. Das sind die frommen Landstände, die ganz typisch für diese Zeit sind, und die bilden sich in diesem Zusammenhang wegen dieser Interferenz der Konfessionen als sozusagen individuelle Frömmigkeitszentren aus. Also da gehört der Schweinichen zu, da gehört der ganze Böhmekreis zu. Das sind diejenigen, die eben individuell fromm sind, aber kirchenkritisch. Und zwar nach beiden Richtungen. Anti-habsburgisch, aber nicht antikaiserlich. Und auf der anderen Seite zwar bibelfromm, aber nicht orthodox im lutherischen Sinne. Das ist der Hintergrund. Das ist, ohne dieses ist überhaupt nicht zu verstehen, wie der Böhme zu dieser Wirkung gekommen ist, zu der er gekommen ist. Das Zweite, er scheint ja ein ganz ungewöhnlicher, spekulativer Kopf gewesen zu sein. Das lässt sich nun mal nicht bestreiten. Und er hat vielerlei aufgeschnappt, was so um die Zeit gängig war. Allerdings vornehmlich Veränderungen der Heterodoxie sozusagen. Wenn man sich seine Geschichte jetzt anguckt, die lässt sich schwer rekonstruieren, weil nämlich die einzigen Quellen, die wir haben, oder die wichtigsten Quellen, das ist Abraham von Frankenbergs Böhme-Biografie, und das ist eine heilige Legende. Handelt von einer Prophezeiung und drei Erleuchtungen im Prinzip. Eine Prophezeiung ist der, dass er also noch als Schusterjunge, also als Lehrling, einen Besuch bekommen hat, und dann geht der Besuch raus, kommt wieder rein und sagt, du wirst in, weiß nicht was, ein großer Mann werden. Der zweite ist paulinisch, ein Paulus-Zitat, also nämlich, er hat eine
Erleuchtung, eine Naturerleuchtung, was für eine Sorte, ist nicht ganz klar. Und also so eine Art Lichtvision oder wie man das nennen soll, und ist daraufhin 3 Tage nicht ansprechfähig. Das ist ganz eindeutig ein Zitat aus der Apostelgeschichte. Das dritte ist eine ganz merkwürdige Sache, die mit dem Zinngefäß, dass er also da irgendwie die Sonne geleuchtet hat. Und das Merkwürdige ist, dass dabei Jovis steht. Dieses Jovis ist eine der Möglichkeiten, den es Jehova anders zu schreiben. Und das heißt also, das ist dann eine, wie soll ich sagen, versteckte Jehova-Anspielung als Gotteserscheinung. Und die dritte ist dann die Geschichte der Berufung, wo er dann anschließend angeblich sehr schnell die Aurora geschrieben hat. Sieht man sich nun, es ist 1614 gewesen, sieht man sich jetzt die Aurora an, dann ist das gar nicht möglich. Erstens ist sie viel zu dick und zweitens ist sie in sich selbst so widersprüchlich, dass man nur so eine Geschichte rekonstruieren kann, wie sie zustande gekommen ist. Er muss verschiedene Fassungen schon vorher gehabt haben, die er dann am Ende zusammenschreibt. Und zwar unter dem Druck derjenigen Anhänger, die er bereits hat. Denn einer von denen hat das abgeschrieben und dadurch ist das bekannt geworden und ist dann anschließend eben konfisziert worden. Diese Konfiskation war ein Segen für uns, denn wir haben, Gott sei Dank, dieses Manuskript liegt in Wolfenbüttel. Und das heißt, wir können jetzt rauskriegen, dass das tatsächlich eine Reinschrift ist. Und nicht irgendeine spontan geschriebene Angelegenheit, sondern eine, die eine ziemlich lange Vorgeschichte hat. Danach hat er dann erstmal Schreibverbot. Da gehört natürlich auch, das ist natürlich auch ein wunderbarer Topos, die Verfolgung des Propheten durch die Amtskirche. Das gehört zu jedem Propheten dazu. Nehmen Sie sich die alten Propheten an, die haben alle Krach mit ihren Obrigkeiten. Sie werden dadurch definiert, dass sie Krach mit ihren Obrigkeiten haben. Hier also auch, und das ist festgestellt, das ist der Pastor Richter, dessen Sohn im Übrigen dann Böhmist geworden ist, aber das ist eine andere Geschichte. Diese Art hat zur Folge, dass Böhmes durch diese Biografie dargestellte Prophetie noch einmal verstärkt wird. Und deshalb sage ich, es ist eine Heiligenlegende. Das ist so topisiert, dass man dahinter kaum rauskriegen kann, was denn real, was immer das wäre, passiert ist. Danach gibt es so etwas wie ab 1619, als das Schreibverbot aufgehoben wird oder als er das Schreibverbot übertritt, ist er nicht worden, weil er dann anschließend geschrieben hat, sondern die haben es irgendwie geduldet. Und die Schriften, die er geschrieben hat, sind dann in ganz schneller Reihenfolge ganz außerordentlich viele. Also 40 Fragen von der Seele, der Apokalypse-Traktat, also der Unterricht von den letzten Zeiten, die Signatura Rerum von Vara Buße, Mysterium Magnum, im dreifachen Leben Gottes und die ganze trinitarischen Muster sind alle ganz schnell hintereinander geschrieben. Das heißt, er muss auch vorher eine Menge an Notizen gehabt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss er gedrängt worden sein von der Gruppierung, mit denen er das erzählt hat, das doch endlich aufzuschreiben. Das heißt, dass auch dieses ist ein Typus der Prophetie, dass nämlich die Anhänger sagen, schreib das endlich auf, damit wir haben, was du denn gesehen hast. Und dieses Muster führt eben zu der besonderen Aura, die der Böhme hat, und der wird dann ja Ende seines Lebens, als er schon sehr krank ist, was er für eine Krankheit hat, weiß ich nicht, wird er dann nach Dresden zitiert und in Dresden verhören oder jedenfalls examinieren ihn die Chefs, der eigentlich sowohl des Dresdner Oberkonsistoriums als auch die wirklich bedeutenden Theologen aus Wittenberg. Und er kommt ungeschoren wieder da raus,
weil er, und das gehört dann wieder zu der Biografie dazu, angeblich klar gemacht hat, wie orthodox er sei. Was immer das heißt mit dieser Orthodoxie, jedenfalls mit dem lutherischen Katechismus, ist es nicht gleichzusetzen. Denn wenn man sich ansieht, was denn die Haupttopfer sind, mit denen er umspringt, dann bin ich, also ich habe versucht, die zusammenzustellen, dann muss man davon ausgehen, dass diese Topoi zunächst einmal kein ganz zusammenhängendes Narrativ sind. Das heißt, da widerspricht sich eine Menge. Aber es geht um Heilsgeschichte und Gottes ewiges Werden. Das ist sozusagen der Kern der Angelegenheit. Und die Grund- und die Voraussetzung dafür ist ein spekulatives Schriftverständnis. Und dieses spekulative Schriftverständnis ist sehr nah bei Schwenkfeld. Nämlich, es ist deutlich, dass die Schrift selber als eine Art der Inkarnation des Logos gedeutet wird. Und der Unterschied zwischen einer Christologie, die sozusagen verbucht ist, und einer Inkarnation, die im Fleische ist, ist bei Böhme schlecht auszumachen. Das ist keine neue Erfindung, das gibt es vorher. Der bedeutendste, der das gemacht hat, ist Guillaume Postel, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und ich bin sicher, dass Böhme Guillaume Postel nicht gekannt hat, aber Abraham von Frankenberg hat ihn gekannt, er hat ihn nämlich ediert. Aber das ist eine andere Geschichte. Der zweite Punkt ist einer, der neuplatonisch ist, nämlich die Frage nach Gott als dem Ungrund, der sich in Grund fasst. Die Position ist verhältnismäßig, also wenn man so oft genug gemacht hat, die Schellingianer können die beten, ist die Frage danach, was denn eigentlich das Eine als das unbestimmte Eine ist, und ein unbestimmtes Eines ist etwas, was man nicht denken kann. Die Begründung ist verhältnismäßig klar. Man kann nur denken, indem man die Unterscheidung von Subjekt und Objekt macht, also einer, der denkt, und etwas, was gedacht wird. Wenn ich aber jetzt die Einheit definiere als dasjenige, was keine Differenz zulässt, dann ist das Denken mit diesem Begriff der Einheit bereits aufgehoben. Dieses wird als Anfang im Ungrund bestimmt. Ungrund kann kabbalistisch sein, jedenfalls gibt es den Begriff Ein Sof für den Zusammenhang. Dieser Ungrund ist dann das eine, das noch nicht definiert ist, also als Definition des noch nicht Grundes, das aber nur begriffen wird, wenn es begründet wird. Auch das ist verhältnismäßig klar. Ein Grund kann man nur als Grund erkennen, wenn es eine Folge gibt. Und wenn es keine Folge gibt, weiß man auch nicht, dass es ein Grund war. Infolgedessen ist schon die Folge immer eine Differenz. Und der Ungrund ist also der terminologische Versuch, diesen Prozess zu beschreiben. Das gibt es in der Kabbala, das gibt es im Neuplatonismus, das gibt es auch in der Trinitätstheologie, freilich in einer Variante, die nicht ganz orthodox ist, will ich aber jetzt nicht im Einzelnen erklären. Wenn sich etwas in Grund fasst, dann gibt es einen Grund und ein Begründetes. Das ist der Anfang der Trinitätstheologie, verhältnismäßig leicht, denn der Vater ist dann der Vater, wenn es einen Sohn gibt, und der Sohn ist dann ein Sohn, wenn es einen Vater gibt. Und der Zusammenhang von beidem ist der Heilige Geist. Steht so als Dialektik der 1, 2, 3 bei Nikolaus von Kues. Auch als Begründung der Trinität, also keine ganz neue Erfindung, aber in dieser Terminologie bei Böhme ist sie neu. So, damit habe ich jetzt schon mal eine Position der Christologie dargestellt, nämlich die innertrinitarische Christologie. Aber die Christologie ist komplizierter bei Böhme. Nämlich zweitens ist es die Schöpfungschristologie bzw. die Logoschristologie. Auf der einen Seite ist es die Schöpfung durch das Wort. Also ganz normal, Johannes, was heißt normal? Und
Diese Schöpfung durch das Wort heißt, es wird etwas, was Gott vorher konzipiert hat. Diese Primordialwelt der Vorkonzeption ist der Logos, der jetzt als Schöpfungslogos beschrieben wird. Dieser Schöpfungslogos wird nun aber zusammengepackt mit der Sophienmystik. Auch das ist nichts Neues im Prinzip, denn die Sophienmystik ist für alle, die ein bisschen Origenes gelesen haben, ein wichtiges Moment der mittelalterlichen Mystik. Und die Frage, wie eigentlich das Christologische und die Sophia auseinanderzunehmen ist, ist folgendermaßen gemeint. Auf der einen Seite ist deutlich, dass das Kosmos abkünftig ist vom Göttlichen. Auf der anderen Seite ist der Kosmos lebendig, weil er sich bewegt. Lebendigkeit ist definiert, das hat Averroes deutlich gemacht, als Verhältnis von männlich und weiblich, nämlich als passiv und aktiv. Und dieses Moment wird nun als sozusagen himmlische Hochzeit, wenn man so will, aus dem Logos und der Sophia bedeutet. Die Sophia ist selbst aufgeladen mariologisch. Und zwar als kosmische Maria. Die Begründung dafür ist verhältnismäßig klar. Wenn ich eine kosmische Maria habe, ist diese Maria vor der Erbsünde und deshalb also nicht mit der Erbsünde belastet, also gleichzeitig die unbefleckte Empfängnis mitbedacht. Was heißt aber da Empfängnis noch? Dieses Moment des Zusammenhangs von Christologie und Sophienmystik ist ein wesentlicher Punkt für den gesamten Zusammenhang der Tradition von Böhme. Überall, wo diese Sophienmystik aufkommt, kommen auch zugleich alle sexuellen Implikationen und alle Fragen danach, was denn eigentlich die himmlische Hochzeit im Verhältnis zur irischen ist. Ich fürchte, ich werde zu lang. Aber ich mache jetzt erstmal den Böhme fertig, dass das begreifbar ist. Diese Sophia ist das weibliche Element des lebendigen Kosmos, zugleich die Maria. Und wenn Sie irgendwelche kosmischen Mariologien haben wollen, dann nehmen Sie Apokalypse 7, das Weib, das gebiert. Das ist der Hintergrund dabei. Die Schöpfung nun ist dieser Zusammenhang, der sich als kosmischer Plan Gottes in der Sophia, in dieser fruchtbaren Sophia darstellt. Und diese Sophia ist die Konzeption Gottes von der Welt, ehe die Welt geschaffen worden ist. Das heißt also der Plan Gottes von der Welt. Man kann das auch mit einer Zahlendarstellung machen, nämlich die Zahlendarstellung von 1 bis 4. 1, 2, 3 ist die Trinität. 4 ist das erste Mal, dass Gott sich nicht selber denkt. Das heißt, er muss über den Selbstbezug hinaus etwas denken, was er nicht ist. Und das ist die Sophia. Und das ist zugleich der Plan von der Welt, ehe die Welt materialisiert wird. Und dieser Plan von der Welt hat sowohl eine weibliche als auch eine männliche Fassung. Das geht bei Böhme durcheinander. Auf der einen Seite ist es die Sophia und auf der anderen Seite ist es der kosmische Adam. Aber der kosmische Adam ist zugleich die männliche Variante der Christologie innerhalb der Geschlechtlichkeit des Kosmos. So, jetzt ist der nächste Schritt, sozusagen die Nummer 5, dass jetzt diese Konzeption Gottes von der Welt, also der Plan von der Welt, die ja ein primordialer Plan von all dem, was werden soll, ist, durch das Fiat real wird.
Das heißt, das ist der Inkarnationsvorgang. Und dieser Inkarnationsvorgang hat auf der einen Seite die Weltlichkeit der Welt da und die Materialität der Welt. Auf der anderen Seite hat es, was den Menschen anbelangt, die Schöpfung Adams zur Folge. Die Schwierigkeit, die Böhme hat generell, ist, dass er sozusagen bis zur Sophia und zu dem Adam das Ganze gut konstruieren kann. Sobald der Adam real wird und die Materialität aufkommt, kommt etwas auf, was eigentlich nicht vorgesehen war, nämlich die Frage nach dem Bösen. Sobald die Materialität da ist, ist auch die Frage danach, dass dieser Adam, der eigentlich dazu da war, sich in die Sophia wieder zu verlieben, jetzt sich in die Materialität verliebt, nämlich die Eva. Das heißt also, die Maria Sophia, Schrägstrich, auf der anderen Seite hat die Gegenposition der Eva. Und die Eva ist, das ist eine alte philonische Tradition, also von Philo von Alexandrien, die Eva, die ist nun ihrerseits die Verkörperung der Materialität, und zwar genau in dem Sinne, was Materia heißt, nämlich Mütterlichkeit, freilich der materialen und nicht der geistigen Mütterlichkeit. Es gibt noch eine andere danebenliegende Geschichte des Bösen, das ist die Geschichte vom Engelfall, die lasse ich jetzt mal weg, die passt auch gar nicht zu der anderen Beschreibung der Erbsünde, aber Böhme hat sie beide. Ja, und man kann daraus sehen, wenn man das sozusagen werkgeschichtlich nimmt, was er gequetscht worden ist, wenn immer er den Mund aufmachte und irgendetwas sagte, dann haben die Propheten gesagt, nun schreib es auf, und dann hat er es aufgeschrieben, und so kommt dann zusammen, dass vieles einfach gar nicht zusammenpasst. Also Adams Natur ist jetzt also so, dass er sich in die Materie, also in die Mater Eva, vergafft hat, wie Böhme schreibt, und dieses ist der Sündenfall. Und diese Vergaffung heißt, er verliert die Verbindung zu seiner Sophia. Und damit ist also die Verbindung zum Himmel abgeschnitten, und all das, was er vorher gewusst hat, also die berühmte Geschichte der Lingua Adamica, der böhmischen Sprache, der Einsicht in die Dinge, auch das ist wieder eine Interpretation aus der philonischen Tradition, fällt raus. So. Nach dem Sündenfall ist ja nötig, dass jetzt die Heilsgeschichte als Restitutio eintritt. Diese Restitutio ist so begriffen, dass da wieder zusammenkommen soll, was ursprünglich beieinander war. Das heißt also eine kosmische, christologische Mariologie, also diese Koppelung von Christus und Maria. Und das sieht so aus. Christus ist sozusagen der männliche Repräsentant dieser kosmischen Mariologie, dieser kosmischen Sophia, als derjenige, der sie befruchtet, und der wird nun im Zuge der Erlösung inkarniert. Aber nicht richtig inkarniert, sondern nur, er gibt sich in einer Vermittlungsposition, die mit himmlischem Fleisch beschrieben wird. Das heißt, er ist materiell, aber er ist nicht grob materiell, sondern eher ätherisch. Und diese ätherische Position ist deshalb erforderlich, weil das die Verbindung von grober Körperlichkeit und Geistigkeit mit der Sophia ist. Und dieses wird zugleich als Symbol der Jungfrauengeburt beschrieben. Also hier kommt zusammen Jungfrauengeburt, himmlische Hochzeit, Vermittlungstheologie. Ob das alles zusammenpasst, wage ich eher zu bezweifeln, aber diese Motive kommen alle zusammen und sind ein wesentlicher Punkt von dem, was die böhmische Tradition ausgemacht hat. Die Überwindung des Bösen
endet natürlich in der Apokalypse und in der Wiederkunft des Herrn. Und diese soll eben die Wiederherstellung der Welt in ihrem primordialen ursprünglichen Zustand sein. Das geschieht, wie auch die Apokalypse darstellt, erst nach den Tribulationen, also den Unterdrückungen und den Nöten. Und diese Nöte beschreibt Böhme als die Nöte des Dreißigjährigen Krieges. Seine gesamten Prophetien in Bezug auf den Dreißigjährigen Krieg sind in diesem heilsgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen. Und zwar ist die Überwindung des Bösen verhältnismäßig klar, das sind die Habsburger und der Papst, aber auch zum Teil die lutherische Orthodoxie. Denn diejenigen, die erlöst werden sollen, sind die Geistigen. Das sind die, die spirituellen Zugang zu dieser christologisch beschriebenen Bibel haben. Die also gar nicht die Bibel im Prinzip lesen müssen, sondern die inneren Zugang dazu haben. Was später im Übrigen dazu führt, dass behauptet wird, dass die Böhme-Anhänger die Böhme-Schriften für wichtiger als die Bibel halten. Diese Endzeit ist dann die Rosen- und die Lilienzeit. Die beschreibt er ja schön, vielfältig, kommt noch oft vor. Die Praxis der Frommen sieht jetzt so aus, dass sie spirituell an diesem Heilsprozess teilhaben, entweder durch unmittelbare Begnadung oder durch fromme Lektüre. Und diese Begnadeten sind die, deren Gemüt christlich ist. Die Anhänger Böhmes heißen deshalb seit dem späten 17. Jahrhundert gemütliche Christen. Hört sich sehr merkwürdig an, aber heißt so. Das sind die Gichtelianer. Das heißt, es gibt keine äußerliche Kirche, sondern jede äußerliche Kirche, sei es die katholische, sei es die orthodox-protestantische, ist eine Mauerkirche. Dagegen gibt es die innere Kirche und die innere Kirche ist hoch individualisiert beziehungsweise passiert in Familienzusammenhängen. Das heißt, die Böhmisten gehen nicht in die Kirche, sie hören keine Predigten, sondern die machen zu Hause pietistische und zwar radikal pietistische Zirkel, also nicht wie die Pietisten Ecclesiola in Ecclesia, sondern Ecclesiola extra Ecclesia. Das ist ein wichtiger Punkt, denn das ist eine der Vorwürfe der Orthodoxen gegen die Böhmisten, dass die nicht in die Kirche gehen und nicht zu den Sakramenten gehen. Und die Sakramente sind die, dass die Engelsspeise, auf die es ankommt, natürlich die Wiedergeburt passiert durch solche ja, inneren Schübe, wie übrigens bei August Hermann Francke auch. Und die Engelsspeise ist die, dass man den Christus in der Lektüre, und zwar in der spirituellen, enthusiasmierten Lektüre der Bibel begreift. Damit hat man also auch eine gewisse soziologische Position dieser Böhmisten. Das spielt eine Rolle. In einer Viertelstunde, ich höre einfach auf, wenn die Stunde rum ist. In der deutschen Tradition und in der holländisch-deutschen Tradition, die gehört zusammen, sind die Böhme-Texte gesammelt worden von Bayerland. Und dieser Bayerland war ein reicher Kaufmann, der übrigens reich geworden ist durch Waffenverkauf. Aber das ist eine andere Geschichte. Der hat die also für teuer Geld gesammelt und auch ziemlich früh, 1635, damit angefangen, die zu veröffentlichen. Dann ist aber Gichtel, ich glaube, er heißt Johann Georg Gichtel, der ist derjenige gewesen, der 1682 diese Stücke, nachdem er sie von Bayerland bekommen hat,
systematisch veröffentlicht hat. Diese systematische Veröffentlichung ist die 1682er Ausgabe der böhmischen Schriften. Das ist die erste Gesamtausgabe. Und diese erste Gesamtausgabe ist in großer Auflage erschienen, gibt es immer noch auf Antiquarisch zu kaufen, also nicht komplett, aber einzelne Bände. Und diese Texte sind dann kanonisch geworden, und zwar durch Gichtl selber. Gichtl selbst ist in Regensburg 1638 geboren und 1710 in Amsterdam gestorben und hat zunächst in Holland, nachdem er in Regensburg Krach mit seinen Pastoren bekommen hat, und Regensburg war damals evangelisch, um das deutlich zu machen, Flacius Illyricus ist nach Regensburg gegangen und wollte Regensburg zur Hauptstelle der protestantischen Schriftexegese machen. Also, aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls hat er Krach in Regensburg bekommen, ist dann nach Zwolle zu Breckling gegangen, einem auch schon damals Anhänger von Böhme, und dann eben ab, als Breckling seines Amts enthoben wurde, das sind typisch für die Böhmianer, weil die eben kein Kirchenverständnis haben, ist er dann nach Amsterdam gegangen und hat da die Ausgabe gemacht. Gleichzeitig hatte eine Sekte oder eine Böhmistensekte gegründet, und die ist sehr wichtig. Er hat die böhmischen Lehren zu drei Hauptlehren zusammengefasst. Nämlich erstens, es gibt einen dreifachen Menschen. Das ist sozusagen das, was die adamitische Position in uns selber ist, nämlich einen fleischlichen, das ist der grobe, den inneren, das ist der, der unser Gewissen ist, und einen geistigen. Und dieser Geistige ist in der Lage, an der Gottheit teilzuhaben. Diese Art der Teilhabe am Göttlichen ist das wesentliche Moment des Menschen, der wirklich Teil eines solchen spirituellen Zusammenhangs ist. Was dazu führt, dass die Gichtelianer Keusch und asketisch sein müssen. Begründung: Sexualität ist das, wenn sie auf menschliche Weise passiert, was die Sünde Adams wiederholt. Das heißt, man vergafft sich im Fleische. Also, wenn gezeugt wird, dann sozusagen widerwillig, damit die Menschheit weiterlebt, aber das ist alles. Ansonsten Enthaltsamkeit. Zweitens, Begründung für diese Enthaltsamkeit ist, dass man als geistiger Mensch, das heißt also als in der dritten Stufe dieser Schicht, die auf Adam hinzielt, also und sich mit Christus vereinigt, mit der Sophia sich vereinigen muss, um damit in die Nähe Gottes zu kommen und an der Ursprünglichkeit seiner Entäußerung, das heißt also in die nächste Nähe seiner Trinität zu kommen. Und das heißt, man muss sich komplett vergeistigen. Diese Position ist als Gruppierung ganz außerordentlich erfolgreich und zäh gewesen. Zunächst in Altona, wo es dann auch eine neue Böhme-Ausgabe gibt, 1715. Und der Hauptvertreter war Otto Glüsing hier, wie überhaupt die Leiter dieser Gruppierungen sehr charismatische Figuren gewesen sein müssen. Denn dass sich die Leute an solche Lehren halten und strikt als Gehorsamszusammenhang sich gegenseitig kontrollieren, ohne sich ständig auf der Pelle zu sitzen, ist etwas, was keine Kleinigkeit ist. Das passiert durch Briefe.
Der Gichtel ist ein ganz ungeheurer Briefeschreiber gewesen. Es gibt von diesen geistlichen Briefen 1722 eine Ausgabe, die auch der andere große Gichtelianer neben Glüsing, nämlich Johann Wilhelm Überfeld, herausgegeben hat. Und das ist eine siebenbändige Ausgabe von geistlichen Briefen, die zur Ermahnung und zur Disziplinierung dieser Gichtelianer eine Rolle spielen. Der Johann Wilhelm Überfeld ist der Zweite, ein reicher, leidender Kaufmann. Der Glüsing ist eher jemand, der wie soll man das nennen, sowas wie ein pietistisches Irrlicht. Aber Überfeld ist eine sehr zentrale Figur, sehr reich und macht daraus oder lässt daraus die große Böhme-Ausgabe 1730, die aber, wie er glaube ich nicht mehr erlebt, aber er stirbt 31. Wann ist die Böhme-Ausgabe? Die zweite? 33, ne? Oder 32? Zusammenstellen. Das ist die umfangreichste und beste Böhme-Ausgabe, die wir bislang noch haben. Und diese große und diese Gemeinschaft, die er zusammenhält, auch wieder mit Briefen, allerdings gibt es da keine so große Briefausgabe mehr, sondern nur noch eine einbändige, die offensichtlich war nachher nicht mehr so, da weiß ich nicht, woran es genau gelegen hat, aber nach seinem Tode ist es etwas weniger straff gewesen. Aber man muss sich überlegen, noch unter der Führung Überfelds kommen mehrere tausend Familien zusammen, die Böhmisten sind. 1704, und das hält sich, von 1744 bis 1749 gibt es ein Verzeichnis von Mitgliedern dieser Sekte in Berlin, Potsdam, Leipzig, Halle, Magdeburg, Glaucha, Sachsen-Anhalt, Danzig, Königsberg, Hamburg, Bremen. Meistens Handwerker, aber auch Adlige. Das heißt also, die Böhmisten, die gemütlichen Christen, sind solche, die als die Stillen im Lande fromm sind, und zwar als Familienfrömmigkeit. Und diese Familienfrömmigkeit kann man sich nur als sehr stark patriarchalisch darstellen. Das heißt also, der Vater ist der die Bibel regelmäßig liest, alle müssen zuhören, müssen eventuell mitdiskutieren. Und die schicken sich untereinander, also die Hausväter und auch die Mütter, je nachdem wie viel Geld sie haben und ob sie schreiben können, schicken sich untereinander Briefe. Und diese Briefzusammenhänge halten die Böhmisten zusammen. Wir sind ja hier in Bochum. Die letzten, die es gibt, ich habe unter Gichtel nachgeguckt und gegoogelt, sind in Waldbröl und Hückeswagen, was also gleich hier um die Ecke ist, also im Bergischen. Gewesen, da gab es noch bis 2018 alte Damen, zwei oder drei, die dazugehört haben. Also diese Gruppierung ist von einer enormen Zähigkeit, und einer der Gründe, weshalb Böhme immer so was wie untergründig als Klassiker genommen wird. Natürlich hat das Schwierigkeiten gegeben, also in Nordhausen, wo es so eine große Gemeinde von Gichtelianern gab, hat es eine Inquisition sozusagen der lutherischen Orthodoxie gegen die gegeben. Und da in den Akten davon, das ist auch gedruckt, steht drin, dass eine der Vorwürfe waren, dass die Böhme-Schriften für wichtiger als die Bibel gehalten worden sind. Also dieses ist eine Position der Böhme-Präsenz im 18. Jahrhundert, die wahrscheinlich nicht unterschätzt werden kann. Zumal vor Friedrich dem Großen der preußische Hof außerordentlich fromm war und viele, auch von den Ministern, Teile, jedenfalls zum Teil Gichtelianer waren. Übrigens, die Frau von August Hermann Francke war das auch, was den Francke sehr geärgert hat, weil er ja dann mit seiner Sexualität nicht mehr zurande kam, weil die Frau sich ihm verweigert hatte. Gehört, das sind so kleine Anekdötchen dazu.
Ich könnte jetzt noch weitermachen bei den Deutschen, aber ich will wenigstens, weil es um europäische Zusammenhänge geht, ein Stückchen England und ein Stückchen noch Frankreich machen. England ist zunächst einmal, das muss man sehen, neben Holland dasjenige Land, in dem die meisten und die ausführlichsten Böhme-Texte erscheinen. Und der Übersetzer ist John Sparrow. Ich weiß nicht, wer ihm das Deutsch beigebracht hat. Ich vermute, es ist der Umkreis von Hartlieb, Comenius und Ury gewesen, die ja viele solcher mystischen Schriften als teils auch der Polemik, teils auch der politischen Polemik im englischen Bürgerkrieg veröffentlicht haben. Und das ist sozusagen die Fortsetzung der politischen Theologie, die im Dreißigjährigen Krieg gemacht worden ist, auf englischem Boden. Aber ich weiß den Zusammenhang nicht ganz genau, weil ich die Personalverhältnisse nicht genau genug kenne. Aber vielleicht, wir haben ja laute Leute hier, vor allen Dingen in Cambridge, da müsste doch was zu finden sein. Sage ich jetzt mal, aber der war übrigens Jurist und der war nicht in Cambridge, sondern in London, der Sparrow. Diese Ausgaben Böhmes sind für die Wirkung Böhmes in England von ganz erheblicher Bedeutung gewesen. Ich lasse jetzt mal alles raus, was mit den Philadelphiern und St. Leath und sowas zusammenhängt, weil das selber eine andere Geschichte ist. Ich nehme nur einmal William Law. William Law ist sozusagen die Bête Noire aller Aufklärer, also aller rationalistischen und empiristischen Aufklärer in England. Kritiker von Mandeville, Tyndall und vor allen Dingen von Locke. Und zwar im Einzelnen mit richtig langen polemischen Traktaten dazu. Und diese polemischen Traktate sind von ungefähr 1734, da ist er so 35 Jahre alt, ich will die Vorgeschichte jetzt mal draußen vorlassen, sind von Böhme dargestellt. Und zwar hat er zwei Texte geschrieben, die sich ganz außerordentlich stark auf Böhme stützen, nämlich einerseits der Spirit of Prayer, 1749, und das ist zugleich der Way of Divine Knowledge. Dieser Way of Divine Knowledge ist dasjenige, was jedenfalls Böhme nach vielen Richtungen hin lobt. Aber ich bin bei Law mir gar nicht so richtig klar geworden, was er denn von Böhme eigentlich gewollt und begriffen hat. Was klar ist, ist, er ist ein deutlicher High Church-Anhänger gegen alle Formen von, also Jakobit, und gegen alle Formen von Aufweichung der Theologie, sei es innerhalb der englischen Kirche selber, sei es auch bei allen Rationalismen, ist er ein entschiedener Gegner. Und er sagt immer, lest Böhme, und dann zitiert er wieder was und sagt er wieder, lest Böhme. Die Positionen, die ich jetzt vorher dargestellt habe, also diese dogmatischen Positionen, teilt er keineswegs. Aber er nimmt ihn als Muster und für diejenigen, die doch Offenbarung als das Entscheidende nehmen sollen. Und ich denke mal, das ist das Wesentliche, dass er die Offenbarung gegen die Rationalität darstellt. Da hätte auch andere nehmen können, aber Böhme ist ihm dafür die entscheidende Figur. Und in dem zweiten Stück, Way to Divine Knowledge, ist der Untertitel zugleich, das ist a preparation for a new edition of the works of Jakob Böhme sein solle. Und in der Tat, nach dem Tod von Sparrow, der ist 1761 geboren, ist von 1765 bis 1781 eine große vierbändige Böhme-Ausgabe erschienen, also vier Quartanten, wo so ziemlich alles drin ist, was John Sparrow übersetzt hat. Einiges sei noch neu übersetzt, die
Leute, die das in der Hand gehabt haben, haben behauptet, die Übersetzung sei schlechter als die von Sparrow, kann ich nicht beurteilen. Aber die ist, im Prinzip sind es die Sparrow-Übersetzungen. Und das ist nun diejenige Edition gewesen, die für das englische 19. Jahrhundert, also aber auch für das späte 18. Jahrhundert, etwa für William Blake, wesentlich geworden ist. Das nehme ich jetzt nur als eine Skizze. Die andere Skizze, ja, das kriege ich noch so gerade hin, ist Frankreich. Frankreich ist erstmal so bis ungefähr 1760 oder so böhmefrei. Jedenfalls hat sich keiner ernsthaft mit Böhme-Übersetzungen oder so etwas herumgeschlagen. Und ist mir auch nichts bekannt geworden, dass dass Böhme tatsächlich in der französischen Diskussion eine Rolle gespielt hat. Also weder bei Fénelon noch bei allen einschlägigen Pascal schon gar nicht. Und das liegt natürlich daran, dass die Frommen, also seien es die Jansenisten oder seien es auch diejenigen, die mich wie Fénelon an den Quietismus an sich anlehnen, dass die vor der antikatholischen Polemik, die bei Böhme ja eine erhebliche Rolle spielt, jedenfalls das scheint etwas gewesen zu sein, dass das so deutsch war und das mitten im Dreißigjährigen Krieg, da hatten die Franzosen anderes zu tun und machten ihre Klassik. Die sind ja sehr selbstbezogen um die Zeit. Aber mitten in der Aufklärung passiert es, dass in der Freimaurerei eine neue Figur auftritt, und zwar eine ganz wirre und irre. Das ist derjenige, der Saint-Martin, da sage ich gleich noch was zu, inspiriert hat, nämlich Martinez de Pascalis. Martinez de Pascalis ist die sozusagen Geheimfigur in der französischen Freimaurerei, die den gesamten Zusammenhang dieser Hochgrad-Freimaurerei, die sich da um die Wette danach tun, sich selber mit Offenbarungen zu segnen und so etwas zu machen und ständig neue Logen zu gründen. Und da ist der bedeutendste eben dieser Martinez de Pascalis. Der hat in den 50er und 60er Jahren Logen gegründet und immer wieder neue Satzungen dieser Loge gegeben und behauptet, er habe Inspirationen gehabt. Von 1768 bis 1771 war sein Sekretär Claude-Louis de Saint-Martin, also der Erfinder sozusagen des Saint-Martinismus, also der mystischen Tradition in der Freimaurerei, die ja dann für die deutsche Romantik eine ganz erhebliche Rolle spielte, also nicht nur für Bader, sondern auch für Krüdener, also für den gesamten Zusammenhang der konservativen Romantik ist der Saint-Martin eine Schlüsselfigur. Der ist von 1768 bis 1771 bei diesem Martinez de Pascalis Sekretär gewesen und hat ihm gesagt, wie das so ist, wenn du schon, und der war Militär ursprünglich, der es da machte, wenn du schon Offenbarungen hast, dann schreib sie aus. Und er hat ihn gezwungen, von 1768 bis ungefähr 70 oder 71, regelmäßig seine Offenbarungen aufzuschreiben. Und Saint-Martin hat die protokolliert, beziehungsweise wiederum abgeschrieben. Und herausgekommen ist ein Traité de Réintégration. Dieser Traité de Réintégration ist ungedruckt geblieben bis ins späte 19. Jahrhundert, aber als sozusagen Schlüsselstück von freimaurerischer Offenbarung oder Offenbarungsliteratur herumgereicht worden. Bader hat sich beinahe ruiniert dafür, ein Exemplar davon zu bekommen. Ich weiß aber nicht, ob er es bekommen hat. Dieses Stück hat
ist etwas, was eine Form von Synkretismus ist, bei der jedenfalls Böhme-Motive eine Rolle spielen. Ob das Böhme selber ist, das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich die Frage nach dem Tetragramm und die Frage nach der Trinität und der Quaternität. Dann gibt es die 10 Geister, das sind offensichtlich die Sephiroth. Dann aber auch den kosmischen Adam als Sünder und Erlöser. Dann einen Erlösungsplan, der durch Auserwählte ausgeführt wird. Das sind also die Propheten, die auf den endgültigen Erlöser hinweisen. Das Ganze ist nicht mehr christologisch, sondern zielt auf einen sozusagen ersten Freimaurer, also Premier Maçon. Und dieser Premier Maçon, ist er vielleicht selber der Martinez de Pascaly, ist es jedenfalls das, diejenige Position, in der die Christologie und die Erlösung bei den Freimaurern landet. Und die Freimaurer sind dann diejenigen, die diese Erlösung vollziehen sollen. Und Christus ist derjenige, der sozusagen mit seinem Blut das besiegelt hat. Und das Blut ist, wie man ja weiß, ein besonderer Saft und als Opferblut noch einmal eine bestimmte mystische Position. Das ist alles nicht direkt Böhme, aber es ist sozusagen von derselben Art der Argumentation. Und das wird deutlich bei Saint-Martin nur selbst. Saint-Martin hat diesen Traktat natürlich gekannt und hat ihn weitlich ausgeschlachtet. In 5 oder 6 Büchern, von denen das Wichtigste, also noch mehr, das Wichtigste, ein höchst erfolgreiches Stück ist, nämlich Les Erreurs et de la Vérité, Les Erreurs et de la Vérité. Das ist einer der sozusagen spiritualistischen Bestseller in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und der, also Claudius hat es übersetzt, ist in Englische übersetzt worden, ist eigentlich in alle Sprachen übersetzt worden. Und auch, es hat eine große Auseinandersetzung zwischen Claudius und, und zwischen Herder und Goethe gegeben, ob man das ernst nehmen soll oder ob man das nicht ernst nehmen soll. Das war also nicht irgendeine Sorte Literatur, sondern eine höchst wichtige Angelegenheit. Und da kommt eben vor, dass die Vergeistigung als Erlösung begriffen wird. Das ist ein Moment, das genauso in der Gichtelschen Tradition und auch bei Böhme eine Rolle spielt. Es gibt auch die Vorstellung von der Sophienmystik und vor allen Dingen eine Erlösung von der Sündigkeit durch die Vergeistigung mit den Plänen des Premier Maçon, also des ersten Maurers. Natürlich ist das eine christologische Position. Und dieses passiert durch ein Selbstopfer. Dieses Selbstopfer kann verschieden stark interpretiert werden. Ein wesentliches Moment später ist ein politisches, nämlich dass das Selbstopfer derjenigen sein, die sich gegen die Revolution stemmen und dabei ihr Leben opfern für den Premier Maçon. Also das ist die konservative Sorte der, oder meinetwegen auch reaktionäre Sorte der Freimaurerei. Und wenn Sie den schwärzesten aller Schwarzen nehmen, im 19. Jahrhundert, nämlich de Maistre, der kommt aus dieser Ecke. Aber bei Saint-Martin scheint es so gewesen zu sein, der hört 1790 auf mit den damit ständig wieder Martinez de Pascaly zu reproduzieren und lernt ab 1773 Deutsch. Und zwar bei den Freimaurern in Straßburg. Die Namen sind bekannt, kann ich jetzt, Salzmann heißen die. Übrigens, diese Salzmänner sind auch dieselben, mit denen Goethe in Straßburg zusammen gewesen ist. Und ab 1800 fängt er nun an, Böhme zu übersetzen. Und die Übersetzungen Böhmes ins Französische werden nun von den
Deutschen, die ja alle prima Französisch können, übernommen und vor allen Dingen von den Saint-Martinisten übernommen. Sodass also der Böhme Ende der Aufklärung wieder eingeführt wird über die französische Freimaurerei. Und über diese französischen Texte kommen dann Leute wie Bader oder nachher, wie heißt der noch, die 1800, wann ist die 20, ist glaube ich dann die nächste Ausgabe Böhme, die angefangen, aber nicht vollendet worden ist. Die kommen aus dem saint-martinistischen Umfeld und dieses saint-martinistische Umfeld ist dann die Bedingung dafür, dass im 19. Jahrhundert die Frommen jetzt die deutsche Tradition Böhmes wiederentdecken und daraus jetzt eine deutsche Tradition machen. Und dann wird der Böhme endgültig zum Philosophus Teutonicus. Schönen Dank. Thank you.